Das ist immer wieder back zu einem weiteren CSGO Overwatch auf Mirage. Auch nicht schlecht. Kommt besser als das 2 auf jeden Fall. Und ja, ich weiß, ihr habt euch gewünscht, dass ich endlich mal wieder meine Macht heraushängen lasse und heraussehe, was diese Person denn eigentlich ist für einen Mensch. Schon auf der neuen Map, alles klar. Und also in der Hinsicht männlich, weiblich, klein, groß, wie alt und so weiter und so fort, ja. Das werde ich jetzt mal gemütlich für euch durchhasseln. Ich gucke ganz genau hin, wie der Hase läuft. Haben wir hier etwa einen kleinen, aber feinen, was? Wallhack? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Wallhack ist. Es könnte vielleicht auch, also man kann auf jeden Fall schon mal ganz klar erkennen, dass hier ein Weibchen am Start ist, ja. Das sehe ich direkt hier mit meiner ultimativen Kraft. Das sehe ich ganz klar. Ja, aber wie alt ist sie denn? Das ist die Frage natürlich, ja. Ist es eine 12-jährige kleine Hackerin oder 18-jährige gut aussehende junge Dame? Eine 40-jährige so und so? Man weiß es nicht. Muss man jetzt genau gucken. So. Jetzt ist hier vielleicht noch... Aha. Also wie gesagt, bis jetzt vollkommen clean. Also Wallhack ist ja schon wirklich echt brutal am Schissel, ne? Ich spule mal zur nächsten Runde. So, Fräulein. Ja, noch rumstehen am Spawn. Ja. Und dann noch rumhopfen. Aha. Hey, warte. Ich dachte, die geht wieder von alleine auf 1 hier runter. Was haben wir denn hier? Gut. Was sagt ihr zu Aim Assist bei der Dame hier? Ist da ein bisschen was mit am Stisseln? Oder ist es einfach nur ihr krasser Wallhack, der hier ihr gleichzeitig als Aim Assist dient, weil sie ja schon rechtzeitig auf die Köpfe zählen kann? Aha, da diffust sie auch einfach durch. Was für eine Wutz. Also daran kann man erkennen, dass ich schon etwas älter ist. Ich sag jetzt mal so 20, 25, was ja nach wie vor noch ziemlich jung ist. Aber ja, doch, sehr, sehr jung. Aber vor allem kommt euch es ja auf diese Eigenheiten an, was sie so treibt im privaten Segment und so weiter. Ne? Das werde ich euch jetzt gleich sagen können, anhand ihres Movements, auch das Aiming. Da werde ich mir so ein bisschen unter die Lupe nehmen und dann weiß ich Bescheid. Achtung. Okay. Also diese wahnsinnig getroffenen Bunnyhops sind natürlich ein Zeichen dafür, dass sie Kot sammelt. Also sie sammelt ihr Eigenkot, also lässt ihn trocknen, macht daraus kleine Figuren oder sowas. Wirklich wunderschön. Guck mal, wie sie da rumhoppelt. Sie hoppelt den Berg hoch. Kann man mal machen, aber ob das jetzt so sinnvoll ist, Da ist es halt wieder die Frage. Wenn ich jetzt da sage, das ist ein Bunnyhop, dann sagen alle, nee, das hat die mit der Hand gemacht. Und wenn ich sage, das hat die mit der Hand gemacht, dann sagen alle, nee, das hat die mit dem Script gemacht. Ich sage einfach jetzt, das hat die... Mit ihr selbst gemacht, ohne Script. Was sagt ihr dazu? Viele argumentieren dann, ja gut, aber wenn jemand direkt einen Wallhack hat und so, die merken ja gar nichts, sie sind ja komplett verstrahlt, die Boys. Wahnsinn, also ich denke, da ist auch noch ein Aim Assist mit am Start. Ja, also da sagen dann viele, wenn da eh schon Cheats am Start sind, dann ist auch ein Script dabei, ist logisch. Ich meine, das macht ja auch Sinn, ne? Also es macht, wenn man schon reinhaut, dann kann man ja alles reinkacken, ne? Die Dinger... Aber ich will jetzt mal noch so einen richtig krassen Bunnyhop sehen. So einen übertriebenen, ja, von unserer, ich sag jetzt mal, 23-jährigen, freizügig angestellten Dame. MILF kann man nicht sagen, weil sie noch so jung ist, aber es geht schon in die Richtung. Sie arbeitet sich darauf hin. Sagen wir mal zukünftige MILF, die halt eine Code-Sammlung hat. Also eine Code-Figurensammlung. Nicht vergessen, ja, das ist schon was Gehobenes, auf jeden Fall. So schön geschnitzt, wie in diesem, Gefängnisfilm, der aus Seife... Den ganzen Kram schnitzt, die hat halt keine Seife am Start und nimmt halt ihren. Das halt so. Mal gucken, was ist da so passiert, meine Damen und Herren. Ja, nicht aus der Rolle fallen. Wir achten mal genau auf die Spielweise. Die teasen jetzt hier auf Upper mit. Einer geht da auch Richtung B. Naja. Wir gucken mal nach den Stats. Salarinos habe ich noch gar nicht gecheckt. Komm. 39,8. Kaum auffällig. Okay. Wir machen weiter im Text, beziehungsweise, gut, der andere 33, 12, 10, 14. Hier unten könnte dann auch entweder Cheater gegen Cheaterin spielen oder eben ein Smurf, der sich gegen sie durchsetzen kann, einfach in Sachen Skill. Weil, ja, wie wir wissen, sind die meisten Cheater ja komplette Volldödel, die einfach gar nichts können oder Volldödelinen hier. Dödelinnen. Die an sich nicht viel können, also im Spiel als auch im Leben und darum eben auf sowas zurückgreifen müssen überhaupt und eben deswegen auch Codefiguren sammeln und so weiter und so fort. Das erklärt sich von selbst. Und ja, deswegen könnte es auch einfach nur ein Smurf sein, ein sehr guter Spieler, der ihr so ein bisschen Paroli bietet. Wahnsinn! Ja, also da ist auf jeden Fall noch eine Aim-Unterstützung mit am Start. Logischerweise hat sie schon den Vorteil des Wallhacks und kann dann darum rechtzeitig auf den Kopf zielen. Aber mit dem sonstigen Rumgefuhrwerke und dieses Pfft dann hoch auf den Kopf, also da ist... Noch ein Assist mit einem Stissel. Und ja, meine Damen und Herren, manche sagen, das sieht man in der ersten Millisekunde.
es hat einen Grund, warum man mehrere Runden sieht von so einer Codenascherin. Ich habe nicht gesagt, dass sie es nascht, von so einer Codesammlerin. Weil es ja tatsächlich extremer Zufall sein könnte. Ne? Sowas gab es schon in allen möglichen Sachen, wo man sagt, das ist ganz klar ein Cheat. Und dann stellt sich raus, es war einfach Zufall. Und gerade die Mustererkennung ist bei so einem Ding wichtig, bei so einem Overwatch. Ja? Schade, dass ich das bei Folge 8 Millionen erklären muss. Klar, am Anfang wäre es vielleicht verständlich. Aber ihr wisst, was ich meine. Und auch einfach noch, um vielleicht nochmal noch einen ganz wichtigen Punkt zu erklären. Es ist ja auch Teil der Show. Oder? Ich meine, ich könnte auch einfach im Overwatch sagen, cheated, zack, durchspulen, fertig, Ende, Video geht 30 Sekunden, das war's. Man muss doch auch so ein bisschen, oder? Ich meine, sonst ist es ja langweilig auch für euch. Ihr wollt ja auch ein bisschen miträtseln. Da kann ich ja nicht einfach sagen, ja, logisch, oder? Deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob es überhaupt... in dem Fall ist es schon ziemlich klar. Ja. Also Wallhack, Aim Assist, Bunny Gehoppel sieht ziemlich lächerlich aus. Auch immer nur so 2-3. Da dödel ich auch manchmal rum und krieg die gebacken. Guck mal, sogar die Stufen hoch will sie sich Bunny hoppen. Also das ist auch... Und auch jetzt diese... Sie steht da rum, was macht sie da? Guckt sie sich gerade nebendran ihre Codefiguren an, freut sich darüber, dass sie die hat und riecht vielleicht dran oder so. Ich weiß es nicht. Aber das macht ja nicht viel Sinn gerade, was sie mal, was sie treibt. Dafür würde ich jetzt zwar keinen Grief geben. Aber ja, anscheinend ist jetzt ihr Bot komplett abgekackt und ihre Maus funktioniert nicht mehr. Jetzt kann sie halt nichts mehr machen, außer AWSD benutzen und Leertaste, aber sie kann nicht mehr mit der Maus arbeiten. Ist sie komplett rausgeflogen oder was? Wahrscheinlich. Jetzt geht's wieder. Die angehende MILF hat es geschafft und hat rausarbeiten können aus der Problematik, ja? Ich habe irgendwie noch Schlaf in den Augen. Sagt ihr dazu Schlaf oder Grießkörnchen oder sowas? Was sagt man denn zu diesen Brocken, die man im Auge hat? Sie sagt wahrscheinlich Kotbatzen. Aber ich würde da doch eher... Wir haben da früher mal Schlaf dazu gesagt. Du hast noch Schlaf in den Augen. Ich habe übrigens Musik an. Man hört sie so ein bisschen. Wahrscheinlich schreien wieder manche. Ich höre sie nicht, wenn andere schreiben. Ich höre sie. Dementsprechend muss man dann vielleicht auch einen Termin beim Ohrenarzt eingehen oder auch nicht. Das ist echt so grob, wie sie halt total rumaimt und da steht einer, alles klar, da ist auch noch einer, ich geh einfach mal hier. Sie würde so gerne schon durch die Wand schießen. Fang doch an zu diffusen. Lächerlich, ist echt so krass. Also, ja, sowas hält natürlich auch nicht lange, ne? So jemand ist nicht lange im Pool und ärgert die Leute, sondern es ist jetzt halt... Also ich denke, das hier ist der Punkt, wo sie jetzt rausfliegt. Schluss aus, fertig. Und das war's für sie, auf jeden Fall. Alleine schon, wegen dem Vision Assist. Selbst wenn jetzt Ultra-Kritiker da hocken und sagen, Aim Assist, ich bin mir nicht sicher, ist wegen dem Vision weg. Aber Aim ist auch drin gewesen. Ordentlich sogar, sehr ordentlich. So, komm, wir gucken mal kurz hier rein. Da habe ich ja letztens was Schniekes erhalten. Eine Wild Six habe ich gerade im Livestream rausgehauen. So eine Star Trek Armor Core. Die werde ich auch demnächst im Stream raushauen. Die Atomic Alloy. Ich glaube, die hauen wir jetzt heute raus. Eine Star Trek Armor Core. Und zwar wird die an jemanden, der jetzt noch da ist, rausgehauen. Der folgendes schreibt. Lass mich kurz überlegen. Der vielleicht auch so eine kleine Eingebung hat, was das für eine Frau gewesen sein könnte. Der sich vielleicht ganz kurz daran beteiligt. So ein bisschen mitspinnt die Geschichte, was mit ihr so ist. Also was die, wie heißt sie vielleicht oder irgendwie sowas, ja? Haut ordentlich rein, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zusehen. Morgen ist wieder Livestream, ne, am Dienstag ab 18 Uhr. Hasselt rein. Hier kommt kein Abspann, weil das ja eine Aufnahme ist. Deswegen mache ich jetzt einfach die Musik.